Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute mit der Fürstin Marianne zu sein, Wittgenstein-Sein. Aus der Mercedes, aus dem Showroom, wo wir uns jetzt alte Fotos von der Fürstin angucken wollen. Liebe Fürstin, wir haben hier also ein erstes Bild von Ihnen. Sie sind ja sehr auf Motor- und Autorennen, in Neudeutsch würde man sagen, abgefahren, nicht? Ja, kann man wohl sagen. Und ist das sozusagen jetzt hier der Auslöser gewesen für Sie? Nein, das war zufällig. Da habe ich gerade, das war Ostern 30, glaube ich, nicht? Oder was steht da? Ja, 1930. Da habe ich meine erste Kamera bekommen als Geschenk und habe dann halt so ein paar Aufnahmen gemacht, meine Geschwister und mein Bruder, der dieses kleine Auto hatte. Da waren Sie also 12 Jahre alt? Ja. 12 Jahre alt, 1930. Toll. Und dann ging es aber weiter. Sie haben dann hier am Nürburgring bei geheimen Treffen konnten Sie Autos aufnehmen. Hier zum Beispiel. Ja, wir sind dann eigentlich ununterbrochen am Nürburgring gefahren, weil der war eine halbe Stunde von sein weg. Und unsere Freude nach dem Krieg, man lebt wieder. Und immer Nürburgring. Oh, und Training. Und da sind wir sofort hinaufgefahren. Und zu dem Ganzen gibt es jetzt auch ein Buch, was sich also schon in der Erstauflage jetzt quasi ausverkauft hat. Stars und Sportscars. Müssen wir dem gleich zeigen. Müssen wir dem zeigen, dass er das sieht, genau. Was kann man da drin lesen? Nur über Autorennen, die ich in meinem langen Leben besucht habe. Und wir waren begeistert, und mein Mann und ich und Freunde und Kinder und der Peter, wo irgendwo ist der Peter als Kleiner auch, ja. Haben wir schon als Kinder ein Buch hier drin, als Kinder mitgeschleppt. Ihr Sohn, der hilft Ihnen dann immer mit bei dieser Auswertung der Bücher? Ja, ne? Ohne Peter geht es überhaupt nicht. Ja. Peter ist mein Herzschrittmacher-Nummer und weiß alles, auswendig, jedes Autorennen. Hier ist Ihr Sohn, das ist ja, Ihr Sohn, ja. Ne? Ja, ja, da steht er auch schon. Wie alt wird er da wohl gewesen sein? Ja, ich weiß nicht, 9 Jahre, 8, 9 Jahre. Ja. Und nach welcher Chronologie haben Sie das jetzt hier aufgehängt, Ihre Bilder? Nee, Peter fragen, ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich nach den Jahreszahlen, ne? Also auch nicht, nein. Aber ich meine, gut, das ist Fangio hier. Und dann haben Sie den Nürburgring und immer wieder Mille Miglia. Sind Sie da mal mitgefahren bei der Mille Miglia? Nein, nie. Wir sind jedes Jahr hinuntergefahren. Jetzt setze ich mich lieber. Ja, wir gehen da zu dem Stuhl. Jedes Jahr sind Sie mitgefahren? Nein, runter mit meinem Mann und meiner Familie sind wir immer. Das war so wie Ostern, Weihnachten, Mille Miglia. Das ist. Und da haben wir bei Freunden gewohnt, aha, Verwandte von meinem Mann, die Grafen Terzi, die ein wunderschönes Schloss da hatten, die Autorennen hassen, den Lärm, den Gestank, das alles, und die sind immer weggefahren, nach Süditalien oder irgendwo zu fahren. Und wir durften bei ihnen wohnen. Und das war herrlich. Und da hatten Sie von der Wohnung aus oder von dem Haus aus ja, einen Blick ja, auf die Mille Miglia? Ja, immer in der Nähe. Brescia war der Beginn. Und in Lonato, ist ein kleines Dorf, kleines Kuhdorf, waren wir jedes Jahr in der gleichen Kurve gestanden und haben uns stürmisch begrüßt. Ciao, ciao, jedes Jahr mit dem Pfarrer des Dorfs, mit dem Metzger des Dorfes, die also auch natürlich wie jeder Italiener vollkommen autowahnsinnig waren. Und da sind wir gestanden. Wie lange haben Sie jetzt gebraucht, dieses Buch sozusagen fertigzustellen? Ja, wir haben schon ein paar Monate, Peter und ich. Und das Einzige, das Gute bei meinem Sohn Peter ist, er hat eine unglaubliche Eigenschaft, Gedächtnis. Er weiß jeden Namen, jedes Datum, jedes alles auswendig. Und nachdem er autobegeistert ist, wie ich, ist natürlich, wenn man ihm sagt, das und das, ja, das war dann Fangio, der ist da, und da, das war dann dort,
Und daher war das möglich, das Buch so zu. Nur mit seiner Hilfe. So. Wann waren Sie das letzte Mal beim Autorennen? Alle, die in meiner Nähe sind, gehe ich immer noch gerne hin. Aber es ist nicht mehr so lustig, weil früher sind wir, wenn Sie meine Bilder anschauen, ich bin ja auf der Rennstrecke gestanden zwischen den Autos. Sie konnten richtig nah ran? Na, natürlich. Und alles waren unsere Freunde und wir waren in den Boxen. Und jetzt ist es ja nicht lustig, wenn man einen Kilometer vorher schon weggewiesen, nein. Mich würde noch mal interessieren, wie Sie überhaupt zur Fotografie gekommen sind. Was war da der Auslöser? Ja, ich glaube, Auslöser war, dass ich Fotoalben bewundert habe von meiner Tante. Tante Marie Meyer-Mellenhof Hohenlohe, die große Jägerin war und gereist ist, damals schon eingeladen von allen Maharajas, vom Elefanten oben den Tiger geschossen hat. Also eine wilde Frau, Tante Marie Hohenlohe. Und die hat fabelhafte Aufnahmen gemacht. Schwarz-Weiß und hat die in Fotoalben, ich sehe die vor mir, honigfarbenem Leder gebunden, mit Goldschrift stand dann Indien 1924 oder irgendwas. Es hieß aber auch, dass Sie mit den Fotografien Geld verdienen mussten irgendwie und da gab es ja, auch ja, die Lilli natürlich. Palmer. Nachher, wie mein Mann tot war und man musste ja irgendwie anfangen wieder. Der ist früh gestorben, nicht? Und da habe ich, ja, 62, von einem betrunkenen Lastwagenfahrer vor dem Haus, er war 47 Jahre alt, hat den Krieg überlebt, also Katastrophe. Und Sie hatten schon 5 Kinder? 5 Kinder. Und so war das. Aber mein Mann natürlich war auch autobegeistert und wir als Nürburg-Nachbarn und alle Freunde sind nach dem Nürburgrennen zu uns nach Sayn gekommen zum Essen. Und also so war das. Und die Autobegeisterung ist auf meinen Sohn Peter übergegangen und Alexander. Ohne diesen beiden Söhnen. Alexander hat die schreckliche Aufgabe, meine 300 Negative zu verwalten. 300.000 wahrscheinlich. 300, Gottes Willen, was habe ich gesagt? 300.000 ja. Negative zu verwalten. Ja. Und zum Glück habe ich von Anfang an wahnsinnige Ordnung gehalten. Und jedes Negativ, wenn es vom Fotograf kam, waren immer 9 Streifen, je 4, in eine kleine Hülle, das Datum, der Name und der Ort. Immer. Das wurde uns eingebläut von unseren strengen Gouvernanten, wie ich 1930 meine erste Kamera bekam. So, und jetzt hältst du Ordnung. Jeder Film, der kommt, muss sofort der Name, das Datum, der Ort drunter. Das habe ich seitdem, mache ich das. Sonst wird man wahnsinnig. Nochmal auf Ihr Buch zurückzukommen, und weil wir ja hier bei Mercedes-Benz und bei Mercedes sitzen, ist es dann auch so eine Marke, wo Sie sagen, dass Sie da so eine besondere Affinität auch zu haben? Nein, kann man nicht sagen. Ich finde BMW genauso toll wie Mercedes. Mercedes ist natürlich der Wunschtraum und an Mercedes, da leuchten alle Augen, meine auch. Und jetzt vor allem bin ich so stolz und froh, dass in diesem Raum meine Ausstellung sein kann. Ja, das. Und da haben wir Pat Peter natürlich lauter Mercedes-Fotos von mir rausgesucht. Das könnten Sie auch mit einem anderen Fabrikat machen. Ich habe leider nie ein Mercedes gehabt, weil er viel zu teuer war. Ich habe erstes Auto, wie ich geheiratet habe, im Krieg oder vorher von meinem Vater, einen kleinen Topolino bekommen mit offenen Türen, rote Ledersitze, gelb gestrichen, wunderbar. Liebe Fürstin, was halten Sie denn von München? Warum sind Sie gerne in München? Also ich liebe München, ich bin Salzburgerin. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht, haben meine Eltern, sind eigentlich nie nach Wien und eher nach München. Ich war nie in meinem Leben am Opernball zum Beispiel. Nie. Und München. Der Krieg begann
Und wir haben zuerst die ersten zwei Jahre bei uns in Glanegg in der Gärtnerei, das war wichtig für nachher, gearbeitet und so weiter. Meine Mutter gesagt, alle Gärtner sind eingerückt und weg, Kinder. Entweder wird die Gärtnerei zugesperrt oder wir machen selber weiter. Wir machen selber weiter. So hat es begonnen. Also gut. Und dann hieß es, ich glaube, die 40, sagt meine Mutter, meine zweite Schwester, Laia Elz, und ich, wir sollen nach München und ich darf auf die Blocherer Kunstschule. Ich war selig. Mhm. Und die Laia ist auf die Hochschule gegangen. Das war hier in München? Hier in München. Meine Mutter kam hierher, wo wohnen nette Mädchen aus einer netten bei Herr und Frau von Zweel. Die nehmen Mädchen. Da war schon die Pimpinella Hohenlohe, Schwester von Alfonso, und die Marise Salm. Die waren schon da. Laia und ich. Und meine Mutter geht mit der Frau von Zweel durch die Wohnung. Badezimmer sehe ich noch, waren 8 Gästezimmer und ein Badezimmer, verrostete Badewanne. Ja. Und dann sagt, gehen wir durch den Salon, da stehen 2 wunderschöne Fotos vom Sam von 2 jungen Offizieren, und meine Schwester und ich. Schau, meine Mutter ist so vorbeigegangen, kein Blick. Nur beim Weggehen, dann nachher redet sie Frau von Zweel, ja, ich werde meine Töchter schicken und so weiter. By the way, wer waren die beiden jungen Herren, die Fotos im... Oh, das sind meine Neffen, die Söhne meiner ältesten Schwester Wittgenstein, und die Eltern sind in der Schweiz. Und wenn die beiden Fronturlaub haben, kommen die immer hierher. Meine Schwester und ich waren also selig bei der Idee. Aha, der hat Ihnen also auf dem Foto auch schon gefallen, oder? Die Fotos, also wir haben ja nur die Fotos gesehen. Dann vergingen ein paar Wochen oder vielleicht einen Monat. Und dann kam ich von meiner Blocherer Schule nach Hause. Wer saß da? Mein Mann, zukünftiger Ding. Udi telefonierte, flirtet am Telefon mit einem Skifahrmädchen, wo die vorher Skifahren war. Also gut. Und dann sind wir am Abend alle in einen Film gegangen mit der Söderbaum, weiß ich, wie der hieß. Udi saß, die ganze Gruppe von der Wohnung, Zweelwohnung. Ich an einem Ende, Udi am anderen Ende. Ich habe manchmal so rübergeschaut. Nee. Am nächsten Tag kam er vorbei bei meiner Schwester und ich. Wir haben gewohnt da und schrieben am Schreibtisch und sagt, so, ich muss gehen. Ich muss schnell die Straßenbahn, mein Fronturlauberzug geht, wir müssen weg. Und dann sagen wir, wo wohnst du denn? Wo ist denn sein? Na gut, gib mir mal Bleistifte, ich mache eine Zeichnung. Die gibt es noch im Museum. Da hat er das Schloss gezeichnet. Ja, so, da ist das Schloss, da ist der Weiher, der Park, die Burg. Oh, wir haben so geschaut. Und dann sagt er, jetzt muss ich gehen. Geht vorbei, haucht einen Kuss hier über meinem Kopf und sagt, genauso eine wie du brauche ich nach dem Krieg, um aufzubauen, neu zu beginnen. Und ich sage, ja, das verspreche ich dir. Weg war er, weg. Dann sagt meine Schwester, die war ein Jahr jünger, aber die war so resoluter, schaut auf und sagt, du bist verlobt. Ja, jetzt. Ich bin was? Ich bin Zeuge, du hast vor 5 Minuten gesagt, ja, das verspreche ich dir. Sie müssen mir noch eine Lebensweisheit erklären. Und zwar, Sie haben ja nun eben wirklich auch schwere Schicksalsschläge erlebt. Ihr Mann ist überfahren worden, wie Sie auch schon gesagt haben. Und er ist gestorben sehr früh. Dann ist Ihre Tochter ist auch an Krebs gestorben. Wie haben Sie sich dieses Positive erhalten? Ja, also ich erinnere mich nur, wie mein Mann verunglückt ist, also Katastrophe. Es muss aber das Leben in dem Moment weitergehen. Da waren 5 kleine Kinder. Oh Mami, wann ist denn Abendessen? Wir möchten Abendessen gehen. Ja, ich kann nicht am Boden liegen und weinen. Und es muss
Man muss mit Disziplin, es muss weitergehen. Ich erinnere mich, diese ersten Tage in Sein waren kaum durchzuhalten. Aber man musste, es half nichts. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also wenn man sich mit Ihnen unterhält, dann ist es natürlich einmal ganz wichtig, dass man sich mit Ihnen über Ihre Fotografie unterhält, über Ihre Liebe zu den Autos. Ja. Aber wenn Sie jetzt schon selber ansprechen, dass Sie zu Festen gefahren sind nach Bonn, ah ja, dann müssen wir natürlich über ja, das sprechen, wofür Sie weltbekannt sind, nämlich wir Ihre Feste. Wir waren jung, der Krieg war aus, mein Mann ist lebend aus diesem Krieg zurückgekommen, seine zwei Brüder sind gefallen. Und wir haben, obwohl wir gearbeitet haben von 7 Uhr früh, wie die Blöden, in furchtbar gewohnt, weil das Schloss zerstört war, furchtbar, um Gottes Willen, haben wir die Lee, mein drittes Kind, zum Beispiel in einer Hängematte aufgehängt, weil kein Platz mehr für ein Bettchen war. Und das war unsere Freude, da am Abend halbe Stunde mit dem Tempolieferwagen nach Bonn gefahren, in die Botschaften. Und diese Feste, die Sie in diesem Buch beschreiben? Ja, das ist bei mir. Das ist in Fuschel? Das ist in Fuschel, bei mir, wo ich im Sommer lebe, weil ich bin ja Salzburgerin. Ja. Und wie mein Vater starb, wir sind 8 Schwestern und ein Bruder. Und wie so üblich ist, hat natürlich der eine Bruder das große Haus, das Schloss bekommen. Ja. Und wir Schwestern haben irgendetwas bekommen. Mein Vater, wissend, dass wir Land und Leute lieben, hat jeder von uns ein Stück Grund gegeben. Und ich habe Fuschel bekommen. Und da haben wir ein Haus drauf gebaut, ein Landhaus, ein Jagdhaus. Ja. Und wo Sie sagen, wie viele Schwestern haben Sie? 8. Wir sind 8 Schwestern. 8 Schwestern sind Sie. Wir leben alle. Ich muss 20-fache Großmutter sind Sie, 23-fache... 25. 25. Urgroßmutter. Ja, aber 20-fache Großmutter, ja. Ich weiß also, ob das noch stimmt, aber auf jeden Fall mindestens 23-fache Urgroßmutter. Ja, 25 jetzt. Das sind 25 jetzt. Und zweifache Ur-Urgroßmutter. Ja, das ist eigentlich ziemlich sensationell. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wir sind 8 Schwestern. Ja. Jede hat ungefähr so viele Kinder wie ich. Also es ist unglaublich. Können Sie die alle noch mit Namen ansprechen? Also merkt man sich sowas? Ja, ich meine, die Enkel meiner Geschwister, die kann ich vielleicht gerade noch erkennen. Aber Urenkel ausgeschlossen. Wir hatten gerade ein Familientreffen, im Brandhof in Steiermark, eine Wallfahrt nach Mariazell. Weil im Brandhof unser Ur-Urgroßvater, der Erzherzog Johann, gewohnt hat. Und das ist, alle 2-3 Jahre ist das einfach jetzt schon Tradition. Wallfahrt, wie er es gemacht hat, wird das Kreuz von der Schlosskapelle getragen. Wir waren dieses Jahr 800. Alle verwandt? Nur Nachkommen, alle. Ja. Wir hatten Nachkommen von der Kaiserin Maria Theresia. Ja, 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 und da sind Sie, ich muss es jetzt richtig machen. Viermal. Ur-Ur-Ur-Ur-Großenkelin. Ja. Wir sind von Erzherzog Johann 1300 Nachkommen. Ja. Und nur 800 konnten leider heuer zu der Wallfahrt kommen. Da war zuerst, damit Sie gleich sehen, von was ich rede. Die Fotografin hat natürlich immer Fotos dabei. Ja, ja, so ein paar zum Angeben. Aber das ist wirklich zum Angeben. War Messe vor dem Schloss. Also ich meine... 800, nur 800. Und alle miteinander verwandt? Ja, ja, wir waren natürlich alle. Ja. Toll, dass die dann auch alle gekommen sind, ne? Also auch viele Jugendliche? Ja, hauptsächlich Jugendliche. Hauptsächlich Jugendliche. Und die haben Streit. Wir waren 2 Nächte in Mariazell. Aha. Es war riesig brav, hat man gebetet in der Kirche. Aber
Dann war Remi Demi und die ganze Jugend hat bis 5 Uhr früh gefeiert und getanzt und gesungen und waren selig. Diese Feste in Fuschel, die sind natürlich ein Muss gewesen, nicht? Für die Salzburger, wie soll ich sie nennen, für die Salzburger High Society, die zu den Salzburger Festspielen gekommen sind. Sie haben sozusagen in diesem Buch ja hier von mindestens von 1974 an bis heute alle ihre Gäste fotografiert. Und wenn man, wenn man da mal reinguckt, wer da so alles ist gewesen doch lustig, ist, das ist echt lustig. Ja. Vor allen Dingen, die Menschen werden ja alle nicht jünger. Ne? Gunter Sachs war einer ihrer großen Verehrer und ja, Freunde. Ja, ja, das ist, den vermisse ich wahnsinnig. Sie waren die Letzte auch, die mit ihm gesprochen hat. Ja. Konnten Sie am Telefon schon irgendwie erkennen, dass er in einer misslichen Situation war? Nein. Ja, ich war erschüttert oder erschrocken über seine merkwürdige Stimme. Erschrocken und habe nur gesagt, was ist los, was ist los? Ja. Aber wer durfte denn da kommen? Also hier Thomas Gottschalk. Ja, wer durfte? Jeden, den wir getroffen haben und nicht gefunden haben bei den Festspielen, den haben wir eingeladen, der nicht sowieso mit uns befreundet und verwandt war. Jetzt ein Neuer, wenn wir den nicht gefunden haben, haben wir gesagt, would you like to come? I have a luncheon tomorrow. Und so war das. Jetzt ist natürlich die große Frage, wen finden Sie nett? Also wie na, das kann ich Ihnen nicht beschreiben, jeder anders. Ich habe wahrscheinlich eine andere Art, Leute nett zu finden, oder? Ja gut, aber die Leute haben sich wahrscheinlich schon irgendwie bemüht, dass sie nett finden. Denn das ist ja ein Event, wo der eine oder andere sehr, sehr gerne mit dabei wäre. Ja, ja, Sie haben... Wie haben Sie das, was war das Typische? Also ich meine, was man hier vermisst, ist sozusagen der Caterer. Der kommt... Ah ja, no, das gab's nicht. Wir haben selber... Na, Gottes Willen. Da wäre der ganze Charme und alles von Fuschel verdorben. Wenn ich einen Blumenladen angerufen hätte, ich brauche morgen 50 Gestecke für 50 Tische, alles verdorben. Meine Enkelkinder, meine Kinder und ich suchen selber die Blumen auf der Wiese, werden gepflückt und ich tue dann stundenlang die Vasen selber stecken mit Wiesenblumen. Der Prinz Charles, dem ist das aufgefallen in seinem natürlich handgeschriebenen Dankesbrief, hat das sofort erwähnt, wie schön er diese Wiesenblumen fand und dass das selber gemacht ist. Schaut ja anders aus, wie wenn da ein Gärtner... Genau, denn die sitzen ja hier alle ziemlich locker beieinander. Ja, nicht? Eben, also das Lockere, das ist ja der Charme. Das Gemütliche und Lockere. Was gab es denn da so zu essen bei Ihnen? Ja, meistens Wildgulasch, weil das am angenehmsten und billigsten ist. Oder mein Bruder, bitte gib mir einmal. Dann habe ich ein Stück Wild bekommen. Und aus einem riesigen Hirsch oder was kann man schon einige Portionen Gulasch machen. Aber der eine oder andere ist dann auch schon mal im Hubschrauber gekommen, ne? Also hier. Ja, der Gunter mit Tommy Gottschalk. Und was macht jetzt, ich meine, wer so viele Feste so toll organisiert, was macht einen guten Gastgeber oder eine gute Gastgeberin aus? Dass man ganz locker ist. Es wäre alles, ich sage jetzt ein Beispiel, verdorben, wenn die Leute kämen und ich mit roten Bäckchen vor Aufregung und gerade vom Friseur, sichtbar vom Friseur kommen. Katastrophe. Ende. Denn das ist ganz nett, wenn Sie das jetzt so sagen, hier hinten auf Ihrem Buch. Ja. So stelle ich mir vor, haben Sie Ihre Gäste empfangen, oder? Nein, das sage ich adieu, adieu. Ich sitze erschöpft auf einer Bank, die wir quer gestellt haben, damit die Autos nicht bis zum Haus fahren. Die müssen
unten auf der Wiese oder halb im Wald oder furchtbar. Die vielen Autos, wie die parken, ist eine Katastrophe. Also wenn Sie so erschöpft aussehen, dann kann ich mir nur vorstellen, dass das, wenn Sie nicht erschöpft aussehen, dann noch fitter aussehen als auf diesem da, Bild. Da sage ich also, ja, goodbye, goodbye, come again. Und es war herrlich, die Job. Nein, aber wenn ich eine Caterfirma bestellt hätte, ist alles unmöglich. Ja, so eine Einladung, das ist ja teuer auch wahrscheinlich, nicht? Wenn 100 Leute da immer kommen. Ja, also über Geld wollen wir jetzt mal nicht reden. Und wenn man Freunde und Familie hat, die Wild haben, dann ist es ja, ein Wildgulasch ist doch nicht so teuer. Nee, klar. Und vor allen Dingen, wenn die alle mitmachen und alle mitkochen, ne? Nee. Nein. Nur die im Haus wohnen, die mir ja jahrelang, die bitte ich in der Früh, mir zu helfen. Zum Beispiel hunderte so kleine Sachen, die man für die Drinks reicht. Aber kochen, die Burgi würde alle rausschmeißen. Meine liebe Burgi, Frau Legert, meine Nachbarin vom Rehgasbauer. Wenn da nur der Thomas Gottschalk, den hat sie irgendwie geliebt. Ja, den habe ich nämlich hier gesehen. Und der durfte auch eine halbe Stunde am Fenster hängen und mit ihr reden. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, wen Sie hier alles so haben. Steve Martin war da, ein Hollywood-Star. Und witzigerweise auch Rudolf Mooshammer und mit seiner Mutter zusammen hier bei Ihnen. Aber natürlich auch Politiker hoch und runter, internationale Politiker, Margaret Thatcher. Die kommen sich doch teilweise wahrscheinlich auch sehr wichtig vor, nicht? Die wollen doch wahrscheinlich besonders behandelt werden. Wie haben Sie es geschafft, dass Sie dann doch alle das Gefühl haben, Sie werden gleich behandelt? Die Margaret Thatcher, die hat mir gesagt, don't you dare take a photo of me with a glass in my hand. Ich habe fotografiert. Sehr schwierig, Maggie Thatcher ohne ihr Whiskyglas zu erreichen. Don't you dare. Also. Ja, und diese Wichtigkeit, wie kann man das sozusagen alles auf ein Level bringen? Das sind Sie ja auch als Gastgeberin, die da dann versucht, irgendwie alle... Ja, dass man keinen besonders heraushebt oder natürlich tue ich, was Sie gerade sagen, oder den Prinz Charles natürlich neben mich setzen oder so, das ist ja selbstverständlich. Aber sonst, dass keiner sich überwichtig vorkommt. Und das ist sehr angenehm. Die tun sich dann einfügen und jeder findet, oh, sie sind auch interessiert an, ich weiß nicht was, findet einen Gesprächspartner, mit dem er reden kann. Und bei 90 bis 100 wichtigen Leuten, wie gehen Sie da mit Sitzkarten um? Machen Sie das überhaupt? Nein, meinen Tisch, also 12 oder 14, da überlege ich mir schon. Wer da mitsitzt? Ja, nicht? Und das sage ich auch so am Anfang, wenn ich die Gäste begrüße. Auf der Terrasse machen wir immer Drinks zuerst, Hollersaft oder Gespritzten oder irgendwas. Nicht? Und da sind eben diese kleinen Häppchen, wo man die Hausgäste bittet zu helfen, aber sonst um Gottes Willen. Man sieht Sie hier auch stehen, wie Sie Ihre Gäste begrüßen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Foto finde. Was haben Sie da so gesagt? Ja, was Sie auch zu Ihren Gästen sagen würden. Dass man sich freut, dass die da sind und speziell Sie. Und Sie sind gerade von Südamerika gekommen. And I hope you enjoyed the opera last night oder irgend sowas. Ja, also aber auch ein bisschen aktuell auf die Leute so eingehen. Natürlich. Natürlich, die Einzelnen. Und der kommt von China und der da und der von da so. And I'm so glad you are here. Ich freue mich so, dass Sie da sind. Und das hat ja auch teilweise was mit Smalltalk zu tun, erstmal. Also im positiven Sinne, dass man mit Menschen in Kontakt kommt und wo kommst du denn her und auf sie zugeht. Haben Sie da bei den verschiedenen Nationalitäten, die bei Ihnen ja auch zu Gast gewesen sind und zu Gast sind, Unterschiede festgestellt? Nein. Ich finde, dass sie alle gleich
vollkommen relaxed bei mir erscheinen. Ich habe nie gemerkt, dass einer sich wichtig fühlt oder überhaupt nicht. Jeder, nein. Also bei den Amerikanern weiß man ja, dass sie eigentlich sehr schnell auf Leute zugehen. Who ja, are you and what do you do? Ja. Dann wird erst mal gesagt, was man beruflich macht. Das ist ja in Deutschland eher mehr zurückhaltend. Also da sagt man nicht sofort, was man tut und was man beruflich macht. Ja, aber darum ist es ja gut, wenn man die mischt, alle zusammen. Ja. Ich finde das halt. Ich habe da nie irgendeine Schwierigkeit. Und wie gesagt, keiner fühlt sich, oh, ich bin so wichtig, ich muss. Na, überhaupt nicht. Mhm. Mit was für einer Kamera haben Sie denn eigentlich Ihre Fotos gemacht? Also das wird ja sicherlich auch den einen oder anderen interessieren. Gerade ja, ich habe noch meine, schauen Sie mal da in der Tasche. Ist das eine rote Tasche? Ja, das ist eine rote Tasche, die hole ich. Wo ist denn der Peter? Peter muss ein Bild von uns machen. Ja, das wenn wir alles zu Ende gesprochen haben, dann macht er ein Foto von uns. Ah ja, sehr gut. Hier, da sind noch drei Bilder drin, natürlich analog und nicht digital. Das ist ja grauenhaft. Natürlich noch mit Film. Ja. Ne? Da habe ich noch drei Bilder. Also, haben Sie schon mal probiert digital? Ich meine, das wenn ja, man der Peter hat mir mal eine, ich finde es grauenhaft. Ich sehe es ja bei meinen Kindern und Enkeln und Freunden, die schießen dann herum, machen hunderte von Bildern. Und wenn ich aber sage, Kinder, ich habe heute keine Kamera gehabt, ihr habt 500 Bilder gemacht, bitte schickt mir die vier besten, damit ich die in mein Fotoalbum einkleben kann. Ja. Haben noch nie bekommen. Sie haben ja auch für Bunte und so Fotos gemacht, nicht? Ja, natürlich, aber Geld verdienen müssen. Ich war ja, mein Mann war tot, ich habe 5 Kinder gehabt, ja, wie geht das Leben weiter? Und dann habe ich eine Stelle bei Bunte. Da hat die Lilly Palmer, die hat das organisiert. Das war Ihre erste Fotogeschichte? Die Lilly war meine große, große Freundin. Mit der bin ich viel auf der Welt rumgereist, in Bora Bora, in Mexiko, ich weiß nicht wo. Und die hat immer gesagt, warum verkaufst du nicht deine Fotos? Du jammerst, du hast kein Geld, wieso verkaufst du die nicht? Ja, wie soll ich das machen? Ich habe mir gedacht, niemand denkt, dass die Bilder gut sind. Und nach einer Reise in Mexiko, so, jetzt wirst du die Bilder verkaufen. Und sie hat mich so gedrängt und immer wieder am Abend angerufen, hast du was gemacht? Nein. Also morgen. Und dann ging ich mal hier in München in einen Laden, Zeitungsladen, habe mir so alle 1000 Magazine angeschaut. Oh nein, das ist zu teuer, zu gut. Oh, so mittelklar. Die Yellow Press ist zu schlecht, aber die Mittel. Oh, Frau im Spiegel, das schaut gut aus. Habe eins gekauft, habe zu Hause das Impressum Adresse rausgeschrieben und habe denen 20 Bilder geschickt. Ich habe hier 20 Bilder von meiner Freundin Lilly Palmer und ihrem Mann Carlos Thompson aus Mexiko oder ich weiß nicht wo. Vielleicht haben sie Interesse. Schicke das los. Noch ganz unsicher, die haben gedacht, um Gottes Willen, die werden nie antworten oder sagen, nein, finden wir nicht gut genug. Nach 2 Tagen Anruf, wir finden die Bilder toll. Als Titelbild kommt ein Bild von Ihnen, Lilly Palmer, wunderschön in Abendsonne. Und 10 Seiten mit Bildern. Wie viel konnte man da verdienen? Das ist schon richtig Geld, was man dann dafür kriegt. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, 1.000, 2.000 D-Mark vielleicht. Also richtig Geld. Ich war glückselig. Und die Lilly war selig, hab's dir doch immer schon gesagt. Haben die Leute eigentlich mal gesagt, bitte keine Fotos? Oder? Nein. Wie kam das? Ich weiß es nicht. Weil ich eine nette Frau bin und weil ich nie ein Bild mache, wenn jemand, ich habe keine Ahnung, in einer die Gabel im Mund dummes Gesicht macht, mache ich nicht. Warum soll ich? Genau, die Leute wussten einfach immer, dass sie Fotos machen,
bei denen Sie gut aussehen. Ja. Wo Sie das gerade sagen mit der Gabel im Mund, hier ist eins von Ihnen, wie Sie gerade die Gabel im Mund haben. Andere haben diese Fotos schon gemacht. Aber das ist ein sehr lustiges Bild. Wer fehlt Ihnen noch in Ihrer Galerie? Weiß ich nicht, nein. Haben Sie keinen, wo Sie sagen, den möchte ich unbedingt noch mal fotografieren? Nein. Ich wollte vor 20 Jahren immer einen Gaddafi im Zelt fotografieren. Ich habe gehofft, dass mich Burda dahin schickt, aber haben sie nicht gemacht. Na, ein Glück, sonst hätten wir Sie vielleicht hier nicht sitzen. Aber ich hätte das sehr gern gemacht. Es war gut, meine Zusammenarbeit mit Burda, weil wir haben uns so geeinigt, dass ich einen Vorschlag gemacht habe. Ich habe halt die Einladungen gehabt, die nicht hatten. Und habe dann denen gesagt, zum Beispiel, mein letzter Auftrag war Bilbao, das Guggenheim, Einweihung vom Guggenheim-Museum. Habe ich eine Einladung gehabt und habe Burda gesagt, soll ich da hingehen, fotografieren? Es ist auch der spanische König und die Königin da. Oh, bitte, bitte. Oh, toll, toll. Na gut. Und so war unsere Zusammenarbeit. Der allererste Auftrag war, weil wir gerade spanische König, dass sie gesagt haben, sie kennen doch einen spanischen Königin, bitte fahren Sie dahin, machen Sie da eine Reportage vom König und der Königin. Ja, ja, gerne. Ich bin hingeflogen, habe, glaube ich, in der deutschen Botschaft gewohnt und bin total naiv und blöde und ahnungslos am nächsten Tag nach Sassuolo gefahren. Musste um 3 oder 4 Uhr, keine Ahnung, da sein. Und dachte, ich bin die Einzige. Ich komme hin, 100 Fotografen, 10 Fernsehgeschaut. Es war... Mir ist der Schweiß ausgebrochen, entsetzt, um Gottes Willen. Ich habe eine Panik gehabt, habe meine Kamera gehalten. Ach. Die waren natürlich alle nicht nett, weil jeder den anderen misstrauisch angeschaut hat. Und haben eine Stunde alle warten müssen und dann kam irgendwie, keine Ahnung, Hofmarschall, wir sollen uns im Halbkreis beim Swimmingpool aufstellen, ja, haben wir gemacht. Und ich war damals noch so viel größer wie jetzt. Und habe mich in der zweiten Reihe oben aufgestellt, meiner Kamera. Dann kam der König und dieser Sekretär, Hofmarschall, wer immer, hat begonnen, vom ersten an vorzustellen. Das ist der Ding, der Fotograf von, keine Ahnung, so und so, das, das, das. Und der König geht so rum und plötzlich schaut er auf. Manny, what are you doing here? Und dann bin ich mit klappernden Kameras vorgegangen, habe schön Hof nichts gemacht und habe gesagt, ja, well, it's my first job and I work for a German magazine called Bunte und da, 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 da. Sophie, come here, money is a pro. Und so hat es begonnen. Schön. Die Fotografen haben mich, die anderen, gehasst. Ich habe die Kamera so gehalten, ich habe gedacht, die zerstören meine... Und dann hat der König noch, das war das Allerärgste, gesagt, stay here till they are all gone and then you come in and we have tea together and you can take all the photos you like. Da habe ich auch die besten Bilder von ihm gemacht. Das denke ich mir. Jetzt müssen Sie mir noch eins erzählen. In 5 Jahren werden Sie 100. Was planen Sie da? Oh ja, da, ich hoffe, ich rede auch immer schon davon und sage, ja, wenn ich 100 werde, Kinder, dann aber, dann wird ein großes Fest gemacht. Sehr gut. Organisieren Sie das selber? Nein, keine Ahnung. Ich habe genug kluge, intelligente und ideenreiche Kinder, Enkel, Urenkel, die werden das schon machen. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen ein ganz tolles 100-jähriges Geburtstagsfest und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne gemacht. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.